Die Geralt und Ciri Saga. Staffel 4. Folge 4. Der Barbier. Mandragora, auch Mannwurz. Eine Pflanzenart aus der Familie der Nachtschattengewächse. Umfasst krautige, stängellose Pflanzen mit möhrenförmigen, sich oft in der Mitte spaltenden Wurzeln, in denen man Ähnlichkeit mit einem Menschen erblicken kann. Die Blätter bilden eine Rosette. Mandragora autumnalis oder officinarum, die in geringem Umfang in Vicovaro, Rovan und Imlac angebaut wird, wächst nur selten wild. Die grünen, später gelb werdenden Beeren werden mit Essig und Pfeffer gegessen, die Blätter in rohem Zustand verwendet. Die Wurzel der Mandragora, heute in Medizin und Pharmazie geschätzt, spielte früher eine große Rolle im Aberglauben, insbesondere bei den Völkern des Nordens. Es wurden aus ihr Menschenfigürchen, Alrunen, Alraunen, geschnitzt und als wertvolle Talismane im Hause aufbewahrt. Man schrieb ihnen Schutz vor Krankheiten zu. Sie verliehen Glück bei Prozessen und sicherten den Frauen Fruchtbarkeit und leichte Geburt. Man nähte ihnen Kleidchen und zog sie bei Neumond neu an. Die Wurzeln der Mandragora wurden gehandelt und ihr Preis erreichte 60 Florin. Zum selben Zweck wurden Wurzeln der Zaunrübe, siehe dort, verwendet. Dem Aberglauben zufolge wurde die Mandragora-Wurzel zu Zauberei und magischen Filtern gebraucht, sowie als Gift. Dieses Vorurteil flammte zu Zeiten der Hexenjagden wieder auf. Der Vorwurf der Verwendung von Mandragora zu verbrecherischen Zwecken wurde zum Beispiel im Prozess gegen Lucrezia Vigo, siehe dort, erhoben. Auch die legendäre Philippa Eilhardt, siehe dort, soll Mandragora als Gift benutzt haben. Effenberg und Talbot. Encyclopaedia Maxima Mundi. Band 11.
Die alte Straße hatte sich seit der Zeit, als der Hexer zum letzten Mal auf ihr gereist war, etwas verändert. Aus dem einst ebenen, mit flachen Basaltsteinen gepflasterten Weg, den Elfen und Zwerge vor Jahrhunderten gebaut hatten, war jetzt eine Ruine mit gähnenden Löchern geworden. Stellenweise waren die hineingeschlagenen Löcher so tief, dass sie an kleine Steinbrüche erinnerten. Das Marschtempo ließ nach. Der Wagen der Zwerge lavierte mit Mühe zwischen den Gruben hindurch, blieb alle Nase lang stecken. Sultan Shivai wusste, warum die Straße verfallen war. Nach dem letzten Krieg mit Nilfgaard, erklärte er, war der Bedarf an Baumaterial sprunghaft angestiegen. Da erinnerten sich die Menschen an die alte Straße als eine ungenutzte Quelle von behauenem Stein. Und da der vernachlässigte, durchs Ödland von nirgendwo nach nirgendwo führende Weg längst seine Bedeutung für den Verkehr verloren hatte und kaum jemandem nützte, wurde er ohne Maß und Erbarmen ausgeschlachtet. Hurensohn! Halt den Schnabel! Eure größeren Städte habt ihr samt und sonders auf unseren Fundamenten und denen der Elfen errichtet. Für kleinere Schlösschen und Städtchen habt ihr selber die Fundamente gelegt. Aber darauf baut ihr immer noch mit unseren Steinen. Dabei wiederholt ihr unablässig, nur dank euch, den Menschen, gebe es Fortschritt und Entwicklung. Pisser! Aber ihr könnt nicht einmal mit Verstand abreißen. Warum reißt ihr die Steine nicht nach und nach heraus, von den Enden der Straße her? Ihr seid wie die Kinder. Statt den Krapfen ordentlich aufzuessen, pult ihr mit dem Finger die Marmelade aus der Mitte und werft den Rest weg, weil er nicht ganz so gut schmeckt. Arschloch! Geralt erklärte, an allem sei die politische Geografie schuld. Das westliche Ende der alten Straße liege in Brugge, das östliche in Temerien, die Mitte jedoch in Sodden. Also reiße jedes Königreich seinen Abschnitt nach eigenem Ermessen ab. Zur Antwort bezeichnete Sultan obszön die Stelle, wo er sich die Könige hinstecken würde, und tat etlicher auserlesener Unanständigkeiten in Bezug auf ihre Politik Erwähnung, indes Feldmarschall Duda Anmerkungen zur beruflichen Laufbahn ihrer Mütter beitrug. Es wurde immer schlimmer. Sultans Vergleich vom Krapfen und der Marmelade traf immer weniger zu. Die Straße erinnerte eher an einen Hefekuchen, aus dem alle Rosinen und sonstigen Leckereien herausgepickt worden waren. Es sah so aus, als nähere sich unaufhaltsam der Moment, in dem der Wagen auseinanderbrechen oder vollends und unabänderlich feststecken würde. Es rettete sie jedoch dasselbe, was die Straße zerstört hatte. Sie trafen auf einen in südöstlicher Richtung verlaufenden Weg, den die schweren Wagen beim Abtransport der Steine ausgefahren hatten. Sultans Laune besserte sich. Er meinte, der Weg werde unweigerlich zu einem der Forts an der Ina führen, dem Fluss, wo er schon auf temerische Truppen zu stoßen hoffte. Der Zwerg glaubte unbeirrbar, wie im vorigen Krieg werde eben über die Ina hinweg, aus Sodden, der machtvolle Gegenschlag der nördlichen Reiche erfolgen, worauf sich die kläglichen Reste des zerschmetterten Nilfgaards über die Jaruga davonstehlen würden. Und tatsächlich brachte die Änderung der Marschrichtung sie abermals dem Kriege näher. Nachts erhellte plötzlich großer Feuerschein den Himmel vor ihnen. Tags aber sahen sie Rauchsäulen, die sich im Süden und Osten am Horizont erhoben.
Da jedoch keine Gewissheit bestand, wer da schlug und brannte und wer geschlagen und gebrannt wurde, rückten sie behutsam vor und schickten Percival Schuttenbach auf weitere Erkundungsgänge voraus. Eines Morgens erlebten sie eine Überraschung. Sie wurden von einem Pferd ohne Reiter eingeholt. Von einem kastanienbraunen Hengst. Die schwarze Schabracke mit der Nilfgaarder Stickerei war von dunklen Blutflecken gezeichnet. Es war nicht festzustellen, ob es sich um das Blut des beim Wagen des Hafkars getöteten Reiters handelte, oder ob es später vergossen worden war, als das Pferd schon einen neuen Besitzer hatte. Diese Sorge wären wir also los. Wenn es denn wirklich eine Sorge war. Die eigentliche Sorge ist, dass wir nicht wissen, wer den Reiter aus dem Sattel geholt hat. Und ob dieser jemand uns nicht folgt, auf unserer Spur und der Spur unserer ehemaligen sonderbaren Nachhut. Das war ein Nilfgaarder. Er sprach fast ohne Akzent. Aber flüchtige Bauern können ihn erkannt haben. Du hättest ihn damals erledigen sollen, Hexer. Er hätte einen leichteren Tod gefunden. Er ist aus dem Sarg gestiegen, nur um in irgendeinem Straßengraben zu verfaulen. Damit war die Totenrede auf Kahir, den Sohn Kerlachs, beendet. Den aus dem Sarge freigelassenen Nilfgaarder, der behauptet hatte, kein Nilfgaarder zu sein. Mehr wurde von ihm nicht gesprochen. Da Geralt, entgegen seinen vielfachen Drohungen, nun doch keine Eile zeigte, sich von der störrischen Plötze zu trennen, bestieg Sultan Shivai den Braunen. Der Zwerg reichte mit den Füßen nicht bis zu den Steigbügeln, doch der Hengst war folgsam und ließ sich mit den Zügeln lenken. Nachts erhellte noch immer Feuerschein den Umkreis. Tags stiegen die Rauchsäulen auf und verschmutzten das Himmelblau. Bald schon trafen sie auf niedergebrannte Gebäude. Das Feuer kroch noch über verkohlte Balken und Firste. Unweit der rauchenden Trümmer saßen 8 abgerissene Menschen und 5 Hunde, einträchtig damit beschäftigt, die Fleischreste von einem aufgedunsenen, teilweise verkohlten Pferdekadaver abzureißen. Beim Anblick der Zwerge stürzten die Schmausenden eilends davon. Es blieben nur ein Mann und ein Hund, die keine Gefahr von dem aufragenden Kamm der Pferderippen vertreiben konnte. Sultan und Percival versuchten, den Mann zu befragen, erfuhren aber nichts. Der Mann wimmerte nur, zitterte, zog den Kopf ein und erstickte beinahe an den von den Knochen abgerissenen Fleischfetzen. Der Hund knurrte und bleckte die Zähne, dass das Zahnfleisch zu sehen war. Das Pferdeaas stank widerwärtig. Sie gingen das Risiko ein und blieben auf der Straße, die sie bald zur nächsten Brandstätte führte. Hier war ein kleines Dorf in Flammen aufgegangen,
in dessen Meer es auch zu kämpfen gekommen sein musste. Denn gleich hinter den rauchenden Trümmern erblickten sie einen frischen Grabhügel. Und in einiger Entfernung hinter dem Grabhügel wuchs an einer Weggabelung eine riesige Eiche. Die Eiche hing voller Eicheln und voller Menschen. Das muss man sich ansehen. Wir gehen näher heran. Wozu, verdammt, willst du dir diese Gehängten ansehen, Sultan? Um sie zu fleddern? Ich sehe von hier aus, dass sie nicht mal Stiefel haben. Du bist dumm. Es geht mir nicht um die Stiefel, sondern um die militärische Lage. Um die Entwicklung der Ereignisse auf dem Kriegsschauplatz. Was gibt's da zu feixen? Du bist Dichter. Du weißt nicht, was Strategie ist. Du wirst dich wundern. Ich weiß es. Und ich sage dir, du würdest eine Strategie nicht mal erkennen, wenn sie dich aus dem Gebüsch anspringt und dir in den Hintern beißt. In der Tat. So eine würde ich nicht erkennen. Strategie, die aus dem Gebüsch springt, überlasse ich den Zwergen. Eine, die an Bäumen hängt, auch. Ach. Sultan winkte ab und marschierte zu dem Baum hin. Rittersporn, der nie seine Neugier bezähmen konnte, trieb Pegasus an und folgte ihm im Schritt. Nach kurzem Zögern schloss sich ihnen Geralt an. Er sah, dass Milva ebenfalls mitkam. Die an den Leichen fressenden Raben stoben bei ihrem Anblick ziemlich spät unter Krächzen und Flügelrauschen auf. Manche flogen zum Wald, andere setzten sich nur auf höhere Zweige des mächtigen Baumes und musterten interessiert Feldmarschall Duda, Arschloch, der sie von der Schulter des Zwergs mit unflätigen Schimpfworten überschüttete. Hundsfott! Pisser! Der erste von den 7 Erhängten trug auf der Brust eine Tafel mit der Aufschrift Volksverräter. Ein zweiter hing als Kollaborateur da. Der dritte als Elfenspitzel. Der vierte als Deserteur. Die fünfte war eine Frau in einem zerrissenen und blutigen Hemd, gekennzeichnet als Nilfgaarder Hure. 2 Erhängte hatten keine Tafeln, woraus zu schließen war, dass sie zufällig dort hingen. Das ist gut. Seht ihr? Hier sind unsere Truppen durchgekommen. Unsere wackeren Jungs sind zur Offensive übergegangen, haben den Aggressor zurückgeschlagen. Und sie hatten, wie ich sehe, Zeit für Erholung und soldatische Kurzweil. Und was heißt das für uns? Dass die Front schon weitergerückt ist und uns die temerischen Truppen von den Nilfgaardern trennen. Wir sind in Sicherheit. Und der Rauch vor uns? Das sind unsere. Sie brennen Dörfer ab, die den Eichhörnchen Nachtlager oder Proviant gegeben haben. Wir sind schon hinter der Front, sage ich euch. Von dieser Weggabelung geht eine Straße nach Süden ab, die nach Ameria führt, zu einem befestigten Vorposten am Zusammenfluss von Kotla und Ina. Die Straße sieht ordentlich aus. Wir können sie nehmen. Nilfgaarder brauchen wir nicht mehr zu fürchten. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Und wo Feuer ist, kann man sich verbrennen. Ich denke mir, es ist dumm, aufs Feuer zuzugehen. Es ist dumm, eine Straße zu nehmen, auf der uns Reiterei im Handumdrehen umzingeln kann. Lasst uns in die Wälder verschwinden. Hier sind die Temerier oder die Armee aus Sodden durchgekommen. Wir sind hinter der Front.
Wir können ohne Furcht die Straße entlang ziehen. Wenn wir auf Truppen treffen, sind es unsere. Riskant. Wenn du so ein Krieger bist, Sultan, dann weißt du doch, dass Nilfgaard immer Reitertrupps weit vorgeschickt hat. Hier waren die Temerier, mag sein. Aber was vor uns liegt, wissen wir nicht. Der Himmel im Süden ist schwarz vor Rauch. Da brennt bestimmt auch dein Vorposten in Armeria. Dann sind wir nicht hinter der Front, sondern an der Front. Wir können auf Militär stoßen, auf Marodeure, auf alles mögliche Gesindel, auf Eichhörnchen. Richtig. Mir gefällt der Rauch dort auch nicht. Sogar wenn Temerien zur Offensive übergegangen ist, können wir noch vorgeschobene Nilfgaarder Schwadronen vor uns haben. Die Schwarzen unternehmen weite Vorstöße. Sie dringen ins Hinterland vor, vereinigen sich mit den Skojatel, stiften Unruhe und machen kehrt. Erinnert euch, was während des letzten Krieges in Obersodden los war? Ich bin auch dafür, durch die Wälder zu gehen. In den Wäldern droht uns keine Gefahr. Dessen wäre ich mir nicht so sicher. Schaut, hier waren Gule am Werk. Geralt zeigte auf den letzten Erhängten, der, obwohl er hoch oben hing, statt der Füße von Krallen zerfetzte blutige Stümpfe mit herausragenden Knochen hatte. Vampire? Leichenfresser? Letzteres. Nachts in den Wäldern werden wir uns vorsehen müssen. Verflucht! Du nimmst mir das Wort aus dem Mund, Vogel. Da sind wir in einem schönen Schlamassel. Wohin also? In den Wald, wo es Vampire gibt? Oder auf die Straße zu den Soldaten und Marodeuren? In den Wald, wo er am dichtesten ist. Ghule sind mir lieber als Menschen. Sie gingen durch die Wälder, anfangs vorsichtig, angespannt, von jedem Rascheln im Gebüsch alarmiert. Bald jedoch schon fanden sie Fassung, gute Laune und das frühere Tempo wieder. Sie sahen weder Ghule noch die geringsten Spuren ihrer Anwesenheit. Sultan scherzte, Vampire und alle anderen Dämonen müssten von den heranziehenden Truppen erfahren haben. Und wenn die Ungeheuer das Treiben der Marodeure oder der Werdener Freiwilligen mitbekommen hätten, dann hätten sie sich vor Angst ins tiefste und dichteste Dickicht verkrochen, wo sie jetzt säßen, zitterten und mit den Fangzähnen klapperten. Und die Vampirinnen hüten, ihre Frauen und Töchter. Die Monster wissen, dass ein Soldat im Felde nicht einmal ein Schaf auslässt. Und wenn man ein Weiberhemd an einer Weide aufhängt, dann reicht den Helden auch ein Astloch. Rittersporn, der sich seit langem Werbe und Humor bewahrt hatte, stimmte die Laute und begann ein passendes Couplet über Weiden, Astlöcher und geile Soldaten zu dichten. Und die Zwerge, mitsamt dem Papagei, wetteiferten darin, ihm Reime zu liefern. Oh, was? Wo? Ich sehe nichts. Oh, fassele nicht wie ein Papagei, Sultan. Was, oh? Das Flüsschen, ein rechter Nebenfluss der Kotla. Es heißt Oh.
Ah. Wieso denn das nun wieder? Das Flüsschen A mündet weiter oben in die Kotla. Ein gutes Stück Wegs von hier. Das da ist der O, nicht die A. Der Hohlweg, an dessen Grunde das Gewässer mit dem unkomplizierten Namen floss, war mit Brennnesseln so hoch zugewachsen, dass sie den Zwergen zu Fuß bis über die Köpfe reichten, roch durchdringend nach Minze und vermodertem Holz und war von unablässigem Froschquaken erfüllt. Er hatte auch steile Hänge. Und das erwies sich als verhängnisvoll. Vera Löwenhaupts Wagen, der von Beginn der Reise an wacker alle Widrigkeiten des Schicksals erduldet und alle Hindernisse bezwungen hatte, verlor den Kampf gegen das Flüsschen O. Er glitt aus den Händen der Zwerge, die ihn nach unten buxierten, rollte hüpfend bis an den Grund und zerfiel buchstäblich in alle Bestandteile. Scheiße! Hilfe, verdammte! Verflucht! Rittersporn betrachtete das breit gestreute Gepäck und die Trümmer des Fahrzeugs, die von der trägen Strömung des Flüsschens O umspült wurden. Ehrlich gesagt ist es vielleicht sogar besser so. Dieser euer Wagen, der eben über die Yaruga gegangen ist, hat doch nur den Marsch verlangsamt. Andauernd gab es Ärger damit. Sieh es realistisch, Sultan. Wir haben so schon Glück gehabt, dass uns niemand überrascht und niemand verfolgt hat. Wenn wir schnell hätten fliehen müssen, hätten wir den Wagen mitsamt eurer Habe aufgeben müssen, die in der gegebenen Situation immerhin zu retten ist. Ach, du hast doch keine Ahnung. Der Dichter hat recht. Von Kotla und Ina sind wir einen Katzensprung entfernt. Vor uns liegt der Fenkan, nichts als wegloses Gelände. Da wäre es mit dem Wagen schwierig. Wenn wir hingegen an der Ina auf temerische Truppen stoßen, dann bekämen wir mit unserer Fracht womöglich Ärger. Na schön. Wir trennen uns. Munro, Figis, Jason und Kaleb bleiben hier. Die Pferde werden wir mit Proviantsäcken und mit Werkzeug beladen müssen. Munro, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Schaufeln habt ihr? Ja. Aber dass mir keine sichtbaren Spuren bleiben. Und den Ort müsst ihr gut markieren und euch merken. Nur keine Sorge. Ihr werdet uns mühelos einholen. Wir folgen dem Lauf des O, dann an der Kotla entlang zur Ina. Macht's gut. Die geschwächte Abteilung brach auf, von den zurückgebliebenen 4 Zwergen mit Winken verabschiedet. Interessant. Interessant, was sie wohl in diesem Laden hatten, dass sie es vergraben und die Stelle kennzeichnen müssen. Noch dazu so, dass niemand von uns es sieht. Das geht uns nichts an. Ich glaube nicht, dass in diesen Köfferchen Wäsche zum Wechseln war. Sie setzen in diese Fracht große Hoffnungen. Ich habe mich oft genug mit ihnen unterhalten, um zu merken, was im Busch ist und was in diesen Kisten verborgen sein kann. Und was kann deiner Meinung nach dort verborgen sein? Ihre Zukunft. Percival ist von Beruf Steinschleifer. Er will eine eigene Werkstatt gründen. Figis und Jason sind Schmiede. Sie haben von einer Schmiedewerkstatt gesprochen. Caleb Straton will heiraten. Aber die Eltern der Braut haben ihn schon einmal als habe nichts davon gejagt. Und Sultan... Hör auf, Rittersporn. Du klatscht wie ein Weib. Entschuldige, Milva. Keine Ursache. Jenseits des Flüsschens, hinter einem dunklen und nassen Streifen von altem Baumbestand, lichtete sich der Wald.
und sie kamen auf Lichtungen, niedriges Birkenholz und trockene Wiesen. Trotzdem ritten sie langsam. Sie folgten Milvas Beispiel, die gleich nach dem Aufbruch ein sommersprossiges Mädchen mit kleinen Zöpfen auf den Sattel genommen hatte. So setzte auch Rittersporn ein Kind auf Pegasus. Soltan aber nahm auf den kastanienbraunen Hengst zwei, ging selbst nebenher und hielt die Zügel. Doch sie wurden nicht schneller. Die Frauen aus Kernow kamen nicht nach. Es war fast Abend und sie waren beinahe eine Stunde in Schluchten und Hohlwegen herumgeirrt, als Soltan Schiwai Halt machte, ein paar Worte mit Percival Schuttenbach wechselte und sich dann an den Rest der Gesellschaft wandte. Schimpft nicht und lacht mich nicht aus. Aber anscheinend habe ich mich verirrt. Ich weiß nicht zum Kuckuck, wo wir sind und wohin wir müssen. Rede keinen Unsinn! Was heißt, du weißt es nicht? Wir folgen doch dem Flusslauf. Und dort in der Schlucht ist immer noch euer Flüsschen O. Habe ich recht? Ja, aber beachte, in welche Richtung es fließt. Hm? Verdammt, das kann nicht sein. Kann es. Wir haben uns in den Hohlwegen verirrt. Der Fluss windet sich, bildet Schleifen. Wir sind in einem Bogen. Aber es ist immer noch das Flüsschen O. Wenn wir ihm folgen, können wir uns nicht verirren. Flüsse bilden mitunter Mäander, das will ich nicht bestreiten. Aber letzten Endes münden alle irgendwo. Das ist die Weltordnung. Spiel nicht den Schlauberger Sänger. Halt den Mund. Siehst du nicht, dass ich gerade denke? Nein, nichts deutet darauf hin, dass du denkst. Ich wiederhole, wir halten uns an den Flusslauf und dann... Hör auf! Du bist ein Stadtmensch. Deine Weltordnung ist von Mauern umgrenzt. Dort mögen deine Weisheiten ja etwas wert sein. Schau dich um. Das Tal ist von Hohlwegen durchschnitten. Die Ufer sind steil und zugewachsen. Wie willst du am Fluss entlang gehen? Den Hang von einem Hohlweg hinab, durch Dickicht und Sumpf, wieder hinauf, wieder hinab, wieder hinauf, dabei immer die Pferde am Zügel führen? Nach zwei Hohlwegen bleibt dir der die Luft weg, dass du dich auf halbem Hang flach legst. Wir haben Frauen und Kinder bei uns, Rittersporn, und gleich wird die Sonne untergehen. Das habe ich bemerkt. Aber gut, ich bin still. Ich werde hören, was die mit dem Walde vertrauten Pfadfinder sagen. Pisser! Ruhe, verdammt! Percival? Die Richtung kennen wir ungefähr. Also lautet die erste Konzeption, wir pfeifen auf den Fluss, machen kehrt, gehen aus den Hohlwegen wieder auf trockenes Terrain und zwischen den Flüssen durch den Fenkan bis zur Kotla. Die andere Konzeption? Der O ist flach. Auch wenn er nach den jüngsten Regenfällen mehr Wasser führt als gewöhnlich, man kann ihn durchwaten. Wir kürzen die Mäander ab und überqueren den Fluss, wo immer er uns den Weg versperrt. Indem wir uns nach der Sonne richten, kommen wir geradewegs zum Zusammenfluss von Kotla und Ina. Nein. Ich schlage vor, auf die zweite Konzeption sofort zu verzichten. Wir wollen nicht einmal daran denken. Am anderen Ufer stoßen wir früher oder später auf einen von den Blasenkirschhainen. Das sind widerwärtige Orte. Ich rate entschieden, sich von ihnen fernzuhalten. Du kennst also diese Gegenden? Du warst schon hier? Du weißt, wie man hier herauskommt? Ich war einmal dort, vor 6 Jahren. Aber ich kam von der anderen Seite, von Osten. Ich war nach Bogo unterwegs und wollte den Weg abkürzen. Aber wie ich herausgekommen bin, weiß ich nicht.
denn ich wurde halbtot auf einem Wagen herausgefahren. Der Zwerg schaute ihn kurz an, stellte aber keine Fragen mehr. Sie kehrten schweigend um. Die Frauen aus Kernow hatten Mühe beim Gehen. Sie stolperten und stützten sich auf Stöcke. Doch keine verlor ein Wort der Klage. Milva ritt dicht neben dem Hexer und hielt das im Sattel eingeschlafene Kind mit den Zöpfchen in den Armen. Ich schätze, dass sie dich in diesen Hainen übel zugerichtet haben. Damals, vor 6 Jahren. Irgendein Ungeheuer, denke ich. Einen riskanten Beruf hast du, Geralt. Das ist nicht zu leugnen. Ich weiß, wie es damals war. Du warst verwundet. Irgendein Kaufmann hat dich dort weggebracht. Und dann hast du im Flussland Ciri gefunden. Das hat mir Yennefer erzählt. Beim Klang dieses Namens lächelte Milva sacht. Geralt entging es nicht. Er nahm sich vor, beim nächsten Biwak Rittersporn für sein loses Mundwerk ordentlich die Ohren lang zu ziehen. Wie er den Dichter kannte, rechnete er freilich nicht damit, dass es nützen würde. Zumal Rittersporn wahrscheinlich längst alles ausgeplappert hatte, was er wusste. Aber es war vielleicht doch falsch, dass wir nicht ans andere Ufer geritten sind, zu den Hainen. Wenn du das Mädchen damals gefunden hast. Die Elfen sagen, wenn man einen Ort zum zweiten Mal besucht, wo sich etwas ereignet hat, kann sich die Zeit wiederholen. Sie nennen es... Mist. Hab's vergessen. Ein Schicksalsknoten? Eine Schlinge. Eine Schicksalsschlinge. Toi, toi, toi. Hört lieber auf, von Knoten und Schlingen zu reden. Mir hat einmal eine Elfe geweissagt, dass ich dieses Jammertal auf dem Galgenhügel verlassen werde. Und zwar durch die Hand von Meister Hämmerlein. Ich glaube eigentlich nicht an derlei billige Wahrsagerei, aber vor ein paar Tagen habe ich geträumt, dass ich aufgehängt werde. Ich bin schweißgebadet erwacht, hatte einen trockenen Mund und bekam keine Luft. Ich höre also nicht gern, wenn jemand von Schlingen spricht. Ich rede nicht mit dir, sondern nur mit dem Hexer. Und du spitz nicht die Ohren, dann kommt doch nichts Hässliches rein. Also, Geralt? Was sagst du zu dieser Schicksalsschlinge? Wenn wir zu diesem Hain reiten täten. Und womöglich wiederholt sich die Zeit. Deshalb ist es gut, dass wir abgebogen sind. Ich habe nicht die geringste Lust, diesen Albtraum zu wiederholen. Alles, was recht ist. An einen schönen Ort hast du uns geführt, Percival. Fen Khan. Der Anger der Grabhügel. Ich habe mich immer gefragt, wo der Name herkommt. Jetzt weißt du es. Der ausgedehnte Talkessel vor ihnen war schon in abendlichen Dunst getaucht, aus dem, wie aus einem Meer, so weit das Auge reichte, tausende von Grabhügeln und moosbewachsenen Monolithen ragten. Manche von den Blöcken waren gewöhnliche formlose Felsbrocken, andere waren gleichmäßig behauen, zu Obelisken und Menhiren geformt. Wieder andere, die zur Mitte dieses steinernen Waldes hinstanden, waren zu Dolmen, Tumuli und Komleks angeordnet. Derart in Kreisen aufgestellt, dass ein zufälliges Wirken der Natur ausgeschlossen war.
In der Tat. Ein schöner Ort, um die Nacht zu verbringen. Ein Elfenfriedhof. Wenn ich mich recht entsinne, Hexer, hast du vor kurzem Ghule erwähnt? Also dann sollst du wissen, dass ich hier inmitten dieser Grabhügel welche wittere. Ghule, Graveire, Vampire, Wichte, Elfengeister, Phantome, Gespenster, die ganze Corona. Die sitzen alle da. Und weißt du, was sie flüstern? Dass sie sich kein Abendessen zu suchen brauchen, weil es von selbst gekommen ist. Vielleicht kehren wir um. Vielleicht verschwinden wir hier, solange noch halbwegs etwas zu sehen ist. Das denke ich auch. Die Weiber können keinen Schritt mehr gehen. Die Kinder fallen einem aus der Hand. Die Pferde sind müde. Du hast uns selber angetrieben, Sultan. Lasst uns weitergehen. Noch eine halbe Meile, hast du gesagt. Noch 300 Schritt. Und was nun? 500 Schritt zurück? Ach, Mist. Friedhof hin, Friedhof her. Wir werden übernachten, wo sich's ergeben hat. Stimmt. Nur keine Panik. Nicht jede Nekropole wimmelt von Ungeheuern und Gespenstern. Ich war noch nie auf dem Fenkan. Aber wenn es hier wirklich gefährlich wäre, hätte ich davon gehört. Niemand, nicht einmal Feldmarschall Duda, hatte dazu etwas zu bemerken. Die Frauen aus Kernow nahmen ihre Kinder und setzten sich in einer Gruppe dicht nebeneinander, still und sichtlich geängstigt. Percival und Rittersporn fesselten den Pferden die Vorderhufe und ließen sie auf dem üppigen Gras weiden. Dann schlossen sie sich Geralt, Soltan und Milva an, die beim Rand der Wiese standen und den in Nebel und Dunkelheit versinkenden Friedhof beobachteten. Zu allem Übel haben wir auch noch Vollmond. Ui, heute Nacht gibt es ein Fest für die Vampire. Ich fühl's, ui, dass uns die Dämonen Zunder geben werden. Ah. Und was ist das denn da im Süden? Etwa Feuerschein? Klar doch. Feuerschein. Es hat wieder jemandem die Dächer überm Kopf angezündet. Weißt du was, Sultan? Irgendwie fühle ich mich hier auf dem Fenkan sicherer. Ich mich auch. Aber erst, wenn die Sonne aufgeht. Sofern uns die Ghule erlauben, den Aufgang zu betrachten. Milva kramte im Quersack, zog etwas Blitzendes heraus. Eine silberne Pfeilspitze. Für so eine Gelegenheit aufgehoben. Hat mich auf dem Bazar 5 Kronen gekostet. Damit kann man einen Ghul töten, Hexer. Ich glaube nicht, dass es hier Ghule gibt. Du hast selber gesagt, dass den Erhängten an der Eiche Ghule angefressen haben. Und wo ein Friedhof ist, gibt es auch Ghule. Nicht immer. Ich nehme dich beim Wort. Du bist der Hexer, der Spezialist. Du wirst uns dann verteidigen, hoffe ich. Die Marodeure hast du tüchtig erledigt. Schlagen sich Ghule besser als Marodeure? Unvergleichlich besser. Ich hab dich doch gebeten. Keine Panik. Milva drehte die silberne Spitze auf einen Pfeilschaft, prüfte mit dem kleinen Finger die Schärfe. Und hilft die gegen einen Vampir? Das kommt auf die Vampirart an. Sultan zog das Schwert aus der Umhüllung. Auf meinem Sihil ist in alten Zwergenrunen ein uralter Zwergenspruch eingraviert. Wenn sich mir auch nur ein Ghul auf Schwertlänge nähert, wird der an mich denken. Da, schaut. Ha, das sind also die berühmten geheimen Runen der Zwerge. Wie lautet denn die Aufschrift?
Nieder mit den Hurensöhnen. Etwas hat sich zwischen den Steinen bewegt. Ein Ghul, ein Ghul! Wo? Dort, dort! Zwischen den Steinblöcken hat er sich versteckt. Einer? Einen habe ich gesehen. Er muss tüchtig hungrig sein, wenn er sich an uns heranzumachen versucht, noch ehe es dunkel ist. Ha! Gleich wird er merken, dass Gier ins Verderben führt. Milva, jag ihm einen Pfeil in den Wanst und ich verpass ihm eins mit dem Stahl. Ich sehe dort nichts. Da zuckt sich nichts zwischen den Steinen. Hast du dir das nicht eingebildet, Gnom? Ausgeschlossen! Seht ihr diesen Stein, der wie ein umgekippter Tisch aussieht? Dort hat sich der Ghul versteckt. Genau hinter diesem Stein. Geralt zog mit einer raschen Bewegung das Schwert aus der Scheide auf dem Rücken. Bleibt hier. Bewacht die Weiber und gebt auf die Pferde Acht. Wenn Ghule angreifen würden, würden die Pferde unruhig. Ich gehe und sehe nach, was das war. Du wirst nicht allein gehen. Damals bei dem Weiler habe ich dich allein gehen lassen, weil ich vor den Pockenschiss hatte. Und zwei Nächte lang konnte ich nicht schlafen. So habe ich mich geschämt. Nie wieder. Percival, wo willst denn du hin? Nach hinten? Du willst doch das Monster gesehen haben. Da gehst du jetzt voran. Keine Angst, ich folge dir. Vorsichtig gingen sie zwischen die Grabhügel, bemüht, in dem Unkraut nicht zu rascheln, das Geralt bis über die Knie reichte, dem Zwerg und dem Gnom aber bis zum Gürtel. Als sie den Dolmen erreichten, den ihnen Percival bedeutet hatte, trennten sie sich geschickt, um dem Ghul mögliche Fluchtwege abzuschneiden. Doch die Strategie erwies sich als vergeblich. Geralt wusste, dass es so sein würde. Sein Hexermedaillon zuckte nicht einmal. Es gab keinerlei Signal. Hier ist niemand. Keine lebende Seele. Es ist dir doch nur so vorgekommen, Percival. Blinder Alarm. Du hast uns umsonst Angst eingejagt. Wirklich. Dafür verdienst du einen Tritt in den Hintern. Ich hab's gesehen. Ich habe gesehen, wie er zwischen den Steinen durchgesprungen ist. Dünn war er. Schwarz. Wie ein Steuereintreiber. Sei still, dummer Gnom. Sonst werd ich dir... Ruhig. Was ist das für ein seltsamer Geruch? Riecht ihr nichts? In der Tat. Stinkt sonderbar. Kräuter. Wermut. Basilikum. Salbei. Anis. Zimt. Kideabe. Wonach stinken Ghule, Geralt? Nach Leichen. Der Hexer blickte sich rasch um, suchte Spuren im Gras. Dann kehrte er mit ein paar schnellen Schritten zu dem eingesunkenen Dolmen zurück und schlug mit der flachen Schwertklinge leicht gegen den Stein. Komm raus! Ich weiß, dass du da drin bist. Dali, sonst stochere ich mit Eisen in dem Loch. Aus der perfekt getarnten Höhlung unter den Steinblöcken erklang ein leises Krächzen. Komm raus. Wir tun dir nichts. Wir krümmen dir kein Haar. Nur Mut. Sultan hob den Zihil über das Loch und verdrehte bedrohlich die Augen.
Geralt schüttelte den Kopf und bedeutete ihn mit einer entschiedenen Geste zurückzutreten. Aus der Höhlung unter dem Dolmen erklang wieder ein Krächzen und es roch durchdringend nach Kräutern und Wurzeln. Alsbald erblickten sie einen graumelierten Kopf und dann ein Gesicht, das eine edel gekrümmte Nase zierte, die keineswegs einem Ghoul gehörte, sondern einem feingliedrigen Mann in mittleren Jahren. Percival hatte sich nicht geirrt. Der Mann erinnerte tatsächlich ein wenig an einen Steuereintreiber. Aus schwarzen Augen unter leicht angegrauten Brauen blickte er zu Geralt hoch. Kann ich mich hervorwagen? Ja. Der Mann arbeitete sich aus dem Loch heraus, klopfte sich die schwarze Kleidung ab. Um die Mitte hatte er eine Art Schürze gebunden und rückte den Tornister zurecht, was zu einer neuen Welle von Kräutergerüchen führte. Ich schlage vor, dass die Herren die Waffen wegstecken. Sie werden nicht vonnöten sein. Ich, wie ihr seht, trage keinerlei Waffe. Niemals. Ich habe auch nichts bei mir, was man als lohnende Beute bezeichnen könnte. Ich heiße Emil Regis. Ich stamme aus Dillingen. Ich bin Barbier. In der Tat. Barbier, Alchemist oder Kräutersammler. Nichts für ungut, werter Herr, aber ihr stinkt tüchtig nach Apotheke. Emil Regis lächelte sonderbar, mit geschlossenem Mund, und breitete entschuldigend die Arme aus. Geralt steckte sich das Schwert in die Scheide auf dem Rücken. Der Geruch hat euch verraten, Herr Barbier. Hattet ihr besondere Gründe, euch vor uns zu verstecken? Besondere? Nein, eher allgemeine. Ich hatte einfach vor euch Angst. Die Zeiten sind so. Stimmt, die Zeiten sind so. Ich merke, ihr seid ein Flüchtling, wie wir auch. Es ist freilich merkwürdig, dass ihr zwar so weit vom heimatlichen Dillingen geflohen seid, euch aber allein zwischen diesen Grabhügeln verbergt. Aber ja, die Leute machen alles Mögliche durch, zumal in schweren Zeiten. Wir haben uns vor euch gefürchtet, ihr euch vor uns. Die Angst hat große Augen. Von meiner Seite habt ihr nichts zu befürchten. Ich hoffe, ich kann auf Gegenseitigkeit rechnen. Was denn? Haltet ihr uns für Räuber oder wie? Wir, Herr Barbier, sind auch Flüchtlinge. Wir sind in Richtung der temerischen Grenze unterwegs. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch uns anschließen. Zusammen ist es sicherer als allein. Und uns kann ein Mediziner von Nutzen sein. Wir haben Frauen und Kinder bei uns. Findet sich unter diesen stinkenden Gewächsen, die ihr, wie ich rieche, bei euch habt, ein Mittel gegen wunde Füße? Etwas wird sich finden. Ich will gern helfen. Was jedoch die gemeinsame Reise angeht, ich danke für das Angebot, aber ich bin kein Flüchtling, meine Herren. Ich bin nicht vor dem Krieg aus Dillingen geflohen. Ich wohne hier. Wie das? Ihr wohnt hier? Hier auf dem Friedhof? Auf dem Friedhof? Nein. Ich habe hier in der Nähe eine Hütte, außer dem Haus und dem Laden in Dillingen, versteht sich. Aber hier verbringe ich den Sommer. Jedes Jahr von Juni bis September. Vom Johannisfeuer bis zum Äquinoctium. Ich sammle Heilkräuter und Wurzeln. Von einem Teil destilliere ich gleich an Ort und Stelle Arzneien und Elixiere. Aber vom Krieg wisst ihr, trotz eurem Einsiedlerleben fernab von Welt und Menschen. Woher? Von Flüchtlingen, die hierher gekommen sind. Knapp 2 Meilen von hier, am Flusse Kotla, ist ein großes Lager. Dort haben sich etliche 100 Flüchtlinge gesammelt. Dörfler aus Brugge und Sodden. Und die temerischen Truppen? Haben sie sich in Marsch gesetzt?
Davon ist mir nichts bekannt. Verdammt. Ihr wohnt also hier, Herr Regis. Und nachts spaziert ihr zwischen den Gräbern umher? Habt ihr keine Angst? Wovor sollte ich mich fürchten? Dieser Herr hier ist Hexer. Er hat vor kurzem Spuren von Ghulen gesehen. Von Leichenfressern, versteht ihr? Und man braucht kein Hexer zu sein, um zu wissen, dass Ghule sich bei Friedhöfen aufhalten. Ein Hexer? Ein Ungeheuer, Vertilger. Aha, interessant. Habt ihr euren Gefährten nicht erklärt, Herr Hexer, dass diese Nekropole über ein halbes Jahrtausend alt ist? Ghule sind nicht wählerisch, aber sie kauen nicht auf 500 Jahre alten Knochen herum. Es gibt hier keine Ghule. Das betrübt mich ganz und gar nicht. Nun denn, Herr Mediziner, lasst euch in unser Lager einladen. Wir haben kaltes Pferdefleisch. Das werdet ihr doch nicht verschmähen. Danke. Ich habe aber einen besseren Einfall. Ich lade zu mir ein. Meine Sommerresidenz ist freilich eher eine Laubhütte als eine Karte, noch dazu klein, übernachten müsst ihr im Freien. Aber bei der Hütte gibt es Quellwasser und eine Feuerstelle, wo man das Pferdefleisch warm machen kann. Wir nehmen mit Vergnügen an. Hier mag es ja keine Ghule geben, trotzdem finde ich den Gedanken, die Nacht auf diesem Friedhof zu verbringen, nicht besonders erbaulich. Gehen wir. Macht euch mit dem Rest unserer Gesellschaft bekannt. Als sie sich dem Lagerplatz näherten, begannen die Pferde zu schnauben. Geht ein wenig aus dem Wind, Herr Regis. Der Salbeigeruch macht die Pferde scheu. Und mich, wie ich zu meinem Leidwesen gestehen muss, erinnert er ans Zähneziehen. Emil Regis verschwand hinter der Plane, die den Eingang zu seiner Hütte verdeckte. Geralt, lass uns die Augen offen halten. Dieser stinkende Kräutermann gefällt mir nicht besonders. Irgendein konkreter Grund? Mir gefallen keine Leute, die den Sommer in der Nähe von Friedhöfen verbringen. Und zwar Friedhöfen, die weit von ihrem Wohnort entfernt liegen. Wachsen denn in freundlicheren Gegenden keine Kräuter? Dieser ganze Regis sieht mir nach einem Grabräuber aus. Barbiere, Alchemisten und dergleichen graben auf Friedhöfen Leichen aus, um später mit ihnen allerlei Exkremente anzustellen. Experimente. Aber für solche Praktiken verwendet man frische Leichen. Dieser Friedhof ist sehr alt. Der Zwerg kraulte sich den Bart, während er den Frauen aus Kernow zusah, die sich unter den Zweigen der Traubenkirschen, die rings um die Hütte des Barbiers wuchsen, ein Nachtlager bereiteten. Stimmt. Vielleicht stiehlt er ja dann verborgene Kostbarkeiten aus den Gräbern. Frag ihn. Seine Einladung hast du auf der Stelle angenommen, ohne dich zu zieren. Und jetzt wirst du plötzlich misstrauisch wie eine alte Jungfer, wenn man ihr Komplimente macht. Da hast du nicht unrecht. Aber ich würde gern einen Blick auf das werfen, was er da in dieser Lehmhütte hat. Nur so sicherheitshalber. Dann geh zu ihm hinein und tu so, als ob du eine Gabel borgen willst. Wieso eine Gabel? Wieso nicht? Na schön. Der Zwerg warf ihm einen langen Blick zu, entschloss sich dann aber und ging munteren Schrittes auf die Hütte zu, klopfte höflich an den Türrahmen und trat ein. Er blieb eine ganze Weile drinnen, worauf er plötzlich in der Tür erschien. Geralt, Percival, Rittersporn, kommt!
Ihr werdet etwas Interessantes sehen. Nur zu, keine Scheu. Herr Regis lädt uns ein. Das Innere der Hütte war dunkel und von einem warmen, betörenden, in der Nase kitzelnden Geruch erfüllt, der hauptsächlich von Kräuter- und Wurzelbündeln verströmt wurde, die an allen Wänden der Hütte hingen. Das gesamte Mobiliar bestand aus einer Bettstatt, auch mit Kräutern bedeckt, und einem schiefen Tisch, auf dem zahllose Fläschchen aus Glas, Ton und Porzellan standen. Das spärliche Licht, in dem das alles zu sehen war, kam von Kohlen in einem sonderbar ausgewölbten Öfchen, das an eine bauchige Sanduhr erinnerte. Das Öfchen war von einem Spinnennetz glänzender Röhren unterschiedlichen Durchmessers umgeben, die zu Bögen und Spiralen geformt waren. Unter einer dieser Röhren stand ein Holzbottich, in den es tropfte. Beim Anblick des Öfchens machte Percival Schuttenbach Stielaugen, riss den Mund auf und sprang dann heran. Was sehe ich da? Das ist ja ein waschechter Atanor im Verein mit einem Alembik. Oh, mit einer Rektifikationskolonne ausgerüstet und einer kupfernen Kühlschlange. Oh, eine schöne Arbeit. Habt ihr das selbst konstruiert, Herr Barbier? Freilich. Ich befasse mich mit der Herstellung von Elixieren. Also muss ich destillieren, fünfte Essenzen herausziehen und auch... Emil Regis unterbrach sich, als er sah, wie Sultan Shivai einen aus der Röhre fallenden Tropfen auffing und sich den Finger ableckte. Auf dem rotbäckigen Gesicht des Zwerges malte sich unbeschreibliche Seligkeit. Oh! Rittersporn hielt es nicht aus. Er probierte ebenfalls. Oh! Die fünfte Essenz. Und wohl auch die sechste, wenn nicht gar die siebte. Nun ja, wie gesagt, ein Destillat. Selbstgebrannter. Und was für welcher? Probier, Percival! Der Gnom lehnte zerstreut ab. Er kniete vor dem alchemistischen Ofen und betrachtete die Einzelheiten seines Aufbaus. Aber von organischer Chemie verstehe ich nichts. Ich glaube nicht, dass ich die Bestandteile erkennen würde. Das Destillat stammt von Alraunen, mit Belladonna angereichert. Und mit Stärkemasse fermentiert. Also mit Maische? So kann man es auch nennen. Und kann man einen Becher davon kriegen? Sultan, Rittersporn, seid ihr taub? Das ist Mandragora. Das Zeug ist aus Mandragora gebrannt. Lasst diesen Bottich in Ruhe. Der Alchemist kramte zwischen verstaubten Retorten und Flaschen ein kleines Mensurglas hervor, wischte es sorgfältig mit einem Lappen ab. Aber lieber Herr Geralt, da gibt es nichts zu befürchten. Die Mandragora ist richtig abgelagert und die Anteile sind sorgfältig zusammengestellt und präzise abgewogen. Auf 1 Pfund Stärkemasse gebe ich nur 5 Unzen Alraune. Und von Belladonna nur ein halbes Quent. Darum ging es nicht. Es ging nicht darum, Herr Regis, wie viel Quent ihr hineintut, sondern was ein Quent Alraune kostet. Dieses Getränk ist uns zu teuer. Mandragora! Rittersporn zeigte staunend auf den Haufen Knollen, die sich in einer Ecke der Hütte türmten und an kleine Zuckerrüben erinnerten. Das ist Mandragora? Echte Mandragora? Die weibliche Form. Sie wächst in großer Menge auf eben dem Friedhof, auf dem wir uns begegnet sind. Deswegen verbringe ich hier auch den Sommer. Der Hexer warf Sultan einen beredten Blick zu.
Der Zwerg blinzelte. Regis deutete ein Lächeln an. Bitte, bitte, die Herren. Wenn ihr Lust habt, lade ich herzlich zur Verkostung ein. Ich weiß, euer Feingefühl zu schätzen, doch in der gegenwärtigen Lage habe ich wenig Chancen, die Elixiere ins vom Krieg erfasste Dillingen zu bringen. Das alles müsste sowieso vertan werden. Also wollen wir in diesem Zusammenhang nicht von Preisen sprechen. Ich bitte um Entschuldigung, aber Trinkgefäß habe ich nur eins. Es genügt. Sultan nahm das Mensurglas und schöpfte vorsichtig etwas aus dem kleinen Bottich. Haha. Auf euer Wohl, Herr Regis. Oh. Ich bitte um Verzeihung. Die Qualität des Destillats lässt sicherlich viel zu wünschen übrig. Im Grunde ist das ein Halbfabrikat. Es ist das beste Halbfabrikat, das ich meinen Lebtag getrunken habe. Oh. Nimm dich da. Ach. Himmel. Ha. Vorzüglich. Ha. Probier, Geralt. Nach dem Hausherrn. Wo bleiben deine Manieren, Rittersporn? Ihr müsst verzeihen, meine Herren, aber ich gestatte mir keinerlei Genussmittel. Die Gesundheit ist nicht mehr das, was sie einmal war. Ich musste verzichten auf viele Annehmlichkeiten. Nicht einmal ein Schlückchen? Es handelt sich um ein Prinzip. Ich verstoße niemals gegen Prinzipien, die ich für mich selbst aufgestellt habe. Ich bewundere so viel Prinzipienfestigkeit und beneide euch darum. Der Genuss des Geschmacks wurde ein wenig von den Tränen behindert, die Geralt in die Augen traten. Im Magen breitete sich eine belebende Wärme aus. Er gab das Gefäß dem Zwerg. Ich gehe Milva holen. Macht nicht alles nieder, ehe wir zurück sind. Milva saß in der Nähe der Pferde und neckte sich mit dem sommersprossigen Mädchen, das sie den ganzen Tag aufs Pferd genommen hatte. Als sie von Regis Gastfreundschaft hörte, zuckte sie erst einmal mit den Schultern, ließ sich aber nicht lange bitten. Sie traten in die Hütte und trafen die Gesellschaft bei der Betrachtung der gelagerten Mandragora-Wurzeln an. Ich sehe das zum ersten Mal. In der Tat, sie erinnert ein wenig an einen Menschen, den ein Hexenschuss erwischt hat. Und die da, also das ist ein schwangeres Weib, wie es im Buche steht. Die hier dagegen, mit Verlaub, sieht aus wie zwei Menschen, die sich bumsen. Oh, ihr habt nur das eine im Kopf. Gib her. Milva kippte das volle Mensurglas hinunter. Oh, ja, das mich... Oh. Puh, stark ist das Zeug. Oh. Puh. Ist das wirklich aus Mannwurz? Hey, dann trinken wir ja das gleiche wie die Zauberinnen. Das kommt nicht alle Tage vor. Danke, Herr Barbier. Die Freude ist ganz meinerseits. Das immer wieder nachgefüllte Mensurglas kreiste in der Gesellschaft, weckte gute Laune, Elan und Redseligkeit. Diese Mandragora, habe ich gehört, das ist ein Gebräu von großer Zauberkraft. Gewiss doch. Ah, ah, ah.
sind etwa wenig Balladen zu diesem Thema verfasst worden? Die Zauberinnen verwenden die Mandragora für ihre Elixiere, dank denen sie sich die ewige Jugend bewahren. Außerdem machen die Zauberinnen aus der Alraune eine Salbe, die Glamaria heißt. Eine mit solcher Salbe eingeriebene Zauberin wird derart schön und betörend, dass einem die Augen übergehen. Ihr müsst auch wissen, dass die Mandragora ein starkes Aphrodisiakum ist und für Liebeszauber verwendet wird. Insbesondere um das Mädchen gefügig zu machen. Da kommt auch der volkstümliche Name der Mandragora her. Mannwurz. Das heißt, für das Mädchen wurde es vielleicht nicht gleich perfekt, aber für den Mann Wurz. Blöd, Mann! Und ich habe gehört, wenn man die Wurzel der Alraune aus der Erde zieht, dann weint die Pflanze und jammert, als wäre sie lebendig. Ha, wenn sie nur jammern würde. Die Mandragora, heißt es, schreit so grässlich, dass man davon den Verstand verlieren kann. Außerdem ruft sie Beschwörungen und schleudert Zaubersprüche gegen denjenigen, der sie aus der Erde zieht. Das kann einen das Leben kosten. Ich denke, das ist dummes Geschwätz. Oh, puh. Es kann nicht sein, dass eine Pflanze solche Kräfte hat. Es ist die reinste Wahrheit. Aber die schlauen Kräutersammler haben eine Methode gefunden, sich zu schützen. Wenn man eine Alraune findet, muss man eine Schnur um sie binden. Am anderen Ende der Schnur bindet man einen Hund fest. Oder ein Schwein. Oder ein Wildschwein. Bist dumm, dich da. Es geht darum, dass dieser Hund oder dieses Schwein die Mandragora aus der Erde zieht, wodurch die Flüche und die Zauber der Pflanze das Tier treffen. Der Kräutersammler aber, der sich weit entfernt und sicher im Gebüsch versteckt hat, kommt davon. Was, Herr Regis? Habe ich recht? Die Methode ist interessant. Vor allem im Hinblick auf den Einfallsreichtum. Weniger günstig ist jedoch die zu weit getriebene Komplikation. Denn theoretisch würde ja die Schnur ausreichen, ohne daran ziehendes Tier. Ich würde der Mandragora nicht die Fähigkeit zutrauen, zu erkennen, wer an der Schnur zieht. Die Zaubersprüche und Flüche müssen immer die Schnur treffen, die ja billiger und leichter zu handhaben ist als ein Hund, ganz zu schweigen von einem Schwein. Spottet ihr? Wie könnte ich es wagen? Wie gesagt, ich bewundere den Einfallsreichtum. Denn wie dem auch sei, die Mandragora ist entgegen der allgemeinen Ansicht nicht imstande zu zaubern oder zu fluchen. Im frischen Zustand ist das eine stark toxische Pflanze. So sehr, dass sogar der Boden rings um die Wurzel giftig ist. Wenn frischer Saft auf das Gesicht oder auf eine Wunde an der Hand spritzt, sogar wenn man den Dunst einatmet, kann das fatale Folgen haben. Ich benutze eine Maske und Handschuhe, was nicht heißt, dass ich etwas gegen die Schnurmethode hätte. Und das mit diesem schrecklichen Schrei, den die herausgerissene Alraune ausstößt? Ist das wahr? Die Mandragora besitzt keine Stimmbänder. Das ist ziemlich charakteristisch für Pflanzen, nicht wahr? Das vom Stiel abgesonderte Toxin hat jedoch eine starke halluzinogene Wirkung. Stimmen, Schreie, Flüstern und andere Geräusche sind nichts als Halluzinationen, die vom geschädigten zentralen Nervensystem erzeugt werden. Das habe ich auf den Tod vergessen. Die Mandragora ist hochgiftig und ich habe sie in die Hand genommen und jetzt schlucken wir das Zeug wie von Sinnen. Toxisch ist ausschließlich die frische Wurzel der Alraune. Meine ist abgelagert und richtig zubereitet und das Destillat ist gefiltert. Es besteht kein Grund zu Befürchtungen. Na dann? Natürlich nicht. Stoff ist immer Stoff. Den kann man sogar aus Salbei brennen, aus Brennnesseln, Fischschuppen und alten Schnürsenkeln. Gib das Glas her, Rittersporn. Die anderen warten. Das immer wieder nachgefüllte Mensurglas kreiste in der Gesellschaft. Alle setzten sich bequem auf den Fußboden.
Der Hexer änderte die Haltung. Scheiße. Denn beim Sitzen drang ihm wieder der Schmerz durchs Knie. Er bemerkte, dass Regis ihn aufmerksam beobachtete. Eine frische Wunde? Nicht besonders. Aber sie macht mir zu schaffen. Hast du irgendwelche Arzneien, die Schmerzen dämpfen können? Das hängt von der Art der Schmerzen ab und von den Ursachen. In deinem Schweiß, Hexer, nehme ich einen seltsamen Geruch wahr. Bist du mit Magie geheilt worden? Hat man dir magische Enzyme und Hormone gegeben? Ich habe verschiedene Mittel erhalten. Ich hatte keine Ahnung, dass man sie noch in meinem Schweiß riechen kann. Du hast eine verdammt empfindliche Nase, Regis. Jeder hat seine starken Seiten, als Ausgleich für die Schwächen. Welches Gebrechen ist bei dir magisch geheilt worden? Ich hatte, unter anderem, einen gebrochenen Arm und einen zerschmetterten Oberschenkelknochen. Wie lange ist das her? Gut einen Monat. Und du kannst schon wieder gehen? Unglaublich. Die Dryaden vom Brokilon, nicht wahr? Wie kommst du darauf? Nur die Dryaden haben Arzneien, die das Knochengewebe so schnell wieder aufbauen können. Auf der Oberseite deiner Hände sehe ich dunkle Punkte. Die Stellen, wo die Wurzeln der Koninhellpflanzen und die symbiotischen Büschel von purpurrotem Beinwurz eingedrungen sind. Koninhell verstehen nur die Dryaden zu gebrauchen. Und purpurroter Beinwurz wächst nicht außerhalb des Brokilon. Bravo, eine fehlerfreie Deduktion. Mich interessiert aber etwas anderes. Gebrochen hat man mir den Oberschenkelknochen und den Unterarm. Starke Schmerzen verspüre ich jedoch stattdessen im Knie und im Ellenbogen. Das ist charakteristisch. Die Magie der Dryaden hat dir den beschädigten Knochen wiederhergestellt, aber gleichzeitig eine kleine Revolution in deinen Nervensträngen bewirkt. Eine Nebenwirkung, die am stärksten in den Gelenken zu spüren ist. Was kannst du mir dagegen raten? Nichts, leider. Du wirst noch lange Zeit unfehlbar Regenwetter vorhersehen. Im Winter werden die Schmerzen zunehmen. Ich würde dir aber keine starken Schmerzmittel empfehlen. Vor allem keine Narkotika. Du bist Hexer. In deinem Fall ist das absolut unangebracht. Also werde ich mich mit deiner Mandragora kurieren. Mir ist schon besser. Ich bin mir nicht sicher, ob du die eigentliche Krankheit kurierst. Ich erinnere dich daran, dass man die Ursachen heilen muss, nicht die Symptome. Nicht im Falle dieses Hexers. Ihm mit seinen Kümmernissen tut Schnaps gerade gut. Dir sollte er auch gut tun. Vor allem, wenn dir davon die Zunge träge wird. Damit würde ich eher nicht rechnen. Das Präparat enthält Belladonna, viele Alkaloide, darunter Scopolamin. Ehe euch die Mandragora erwischt, werdet ihr alle zweifellos mit Eloquenz vor mir glänzen. Womit? Mit Beredsamkeit. Entschuldigung, wir wollen einfachere Wörter verwenden. Richtig. Man verfällt leicht in Manieren und fängt an, solche Wörter Tag für Tag zu verwenden. Die Leute halten einen dann für einen aufgeblasenen Trottel. Oder für einen Alchemisten. Oder für einen Hexer, der sich etwas angelesen hat, um einer gewissen Zauberin imponieren zu können. Zauberinnen, meine Herren, fliegen auf nicht so wie auf gewähltes Gerede. Habe ich recht, Geralt? Na, antworte doch was. Setz mal aus, Rittersporn. Die in diesem Stoff enthaltenen Alkaloide wirken bei dir zu schnell. Du fängst an, dich zu verplaudern. Hör doch auf, Geralt, mit dieser Geheimniskrämerei. Viel Neues hat uns Rittersporn nicht erzählt. Du kannst nichts dagegen machen, dass du eine lebende Legende bist. Die Geschichten von deinen Abenteuern werden in den Puppentheatern gespielt. Darunter auch die Geschichte von dir und einer Zauberin namens Guinevere.
Yennefer. Ich habe so ein Stück gesehen. Die Geschichte von der Jagd auf einen Djinn, wenn mich die Erinnerung nicht trügt. Ich war bei dieser Jagd dabei. Da war was los, kann ich euch sagen. Erzähl es allen. Trink dabei was und schmück alles schön aus. Ich gehe mir die Füße vertreten. Heda! Kein Grund, beleidigt zu sein. Du hast mich falsch verstanden, Sultan. Ich gehe meine Blase erleichtern. Etwas, was sogar bei lebenden Legenden vorkommt. Die Nacht war verteufelt kalt. Die Pferde stampften und schnaubten. Der Dampf quoll ihnen aus den Nüstern. Die in Mondlicht getauchte Bude des Barbiers sah wahrlich märchenhaft aus. Die Hütte einer Waldhexe, wie sie im Buche stand. Geralt fühlte sich schrecklich. Der permanente Schmerz im Knie pochte immer stärker. Und jede Nacht diese seltsamen Träume von Ciri. Jedoch von einer anderen Ciri. Einer Ciri, die er so nicht kannte. Die vor Bosheit und Hass strotzte. Aber eine Ciri, in der auch große Angst, Enttäuschung und Trauer lag. Obwohl sich der Hexer einredete, nicht an diese Träume zu glauben, ließen sie ihm dennoch keine Ruhe. Seine Zweifel, ob er überhaupt in die richtige Richtung unterwegs war, wuchsen seit Tagen. Aber eine andere Spur hatte er einfach nicht. Das ist nicht meine Ciri, dachte er. Irgendetwas ist mit ihr geschehen. Und das ist alles meine Schuld, weil ich sie allein gelassen habe. Geralt spürte, dass sie irgendwo da draußen war. Und sie war in Gefahr. Er spürte, dass sie ihn brauchte. Dass es ihr nicht gut ging. Und er machte sich fürchterliche Vorwürfe. Der lange Schatten Milvas, die kurz nach ihm herausgekommen war, schloss zu seinem auf. Warum kommst du nicht zurück? Bist du wirklich wütend auf die da drin? Nein. Wieso zum Teufel stehst du dann allein hier im Mondschein? Ich zähle. Hä? Seit dem Aufbruch aus dem Brokilon sind 12 Tage vergangen, in deren Verlauf ich an die 60 Meilen zurückgelegt habe. Ciri, wie das Gerücht besagt, ist in Nilfgaard, in der Hauptstadt des Kaiserreichs, von der mich, vorsichtig gerechnet, rund 2.500 Meilen trennen. Aus einer einfachen Rechnung folgt, dass ich bei diesem Tempo 1 Jahr und 4 Monate bis dorthin brauche. Was sagst du dazu? Nichts. Ich kann nicht so gut rechnen wie du. Lesen und schreiben kann ich überhaupt nicht. Ich bin ein dummes, einfaches Mädchen vom Lande. Keine Gesellschaft für dich. Auch niemand zum Reden. Sag sowas nicht. Ist doch wahr. Wozu hast du mir diese Tage und diese Meilen vorgerechnet?
damit ich dir einen Rat geb, dir Mut mach, deine Furcht abwehr, die Trauer lindre, die dich schlimmer quält als der Schmerz im Hinkebein? Das kann ich nicht. Du brauchst jemand anders. Diejenige, von der Rittersporn geredet hat. Die kluge, gelehrte, die du liebst. Rittersporn ist ein Plappermaul. Klar, aber manchmal hat es Hand und Fuß, was er plappert. Lass uns zurückgehen. Ich will mich noch betrinken. Milva? Was ist? Du hast mir nie gesagt, warum du dich entschlossen hast, mir nachzureiten. Du hast nie gefragt. Jetzt frage ich. Jetzt ist es zu spät. Jetzt weiß ich es selber nicht mehr. Na, da seid ihr ja endlich. Wir haben nämlich hier, stellt euch vor, beschlossen, dass Regis mit uns zusammen weiterreist. Wirklich? Woher dieser plötzliche Entschluss? Herr Soltan hat mir mitgeteilt, dass meine Umgebung von einem weitaus ernsteren Krieg erfasst ist, als aus den Erzählungen der Flüchtlinge hervorging. Eine Rückkehr auf die andere Seite kommt nicht in Frage. In dieser Einöde zu bleiben, erscheint mir unklug. Allein zu reisen, auch. Und wir, obwohl du uns überhaupt nicht kennst, sehen wie Leute aus, mit denen sicher zu reisen ist. Hat dir ein einziger Blick genügt? Zwei. Einer auf die Frauen, die ihr in eure Obhut genommen habt. Der andere auf ihre Kinder. Der Anschein kann trügen. Vielleicht haben wir vor, diese Weiber in die Sklaverei zu verkaufen. Percival, nun mach doch was mit diesem Apparat. Schraub die Drossel ein bisschen auf, oder was? Wir wollen uns betrinken. Und das tropft wie Blut aus der Nase. Die Kühlschlange wird nicht funktionieren. Das Destillat wird warm sein. Das macht nichts. Die Nacht ist kalt. Der warme, selbstgebrannte regte die Unterhaltung heftig an. Rittersporn, Soltan und Percival bekamen rote Gesichter. Ihre Stimmen veränderten sich immer mehr. Hungrig geworden, kaute die Gesellschaft kaltes Pferdefleisch und knabberte an den in der Hütte vorgefundenen Meerrettichwurzeln. Unter Tränen, denn der Meerrettich war ebenso scharf wie der selbstgebrannte. Regis zeigte sich plötzlich verwundert, als sich herausstellte, dass das Endziel der Reise nicht die Enklave im Massiv von Mahakam war, das alte und sichere Wohngebiet der Zwerge. Soltan, der noch redseliger als Rittersporn geworden war, erklärte, nach Mahakam werde er unter gar keinen Umständen zurückkehren und ließ seinem Unmut über die dort herrschenden Zustände freien Lauf, insbesondere über die Politik und die absolute Herrschaft Bruver Hooks, des Berghauptmanns von Mahakam und Gebieters aller Zwergenclans. Ein alter Knacker! Man schaut ihn an und weiß nicht, ob er lebendig ist oder ausgestopft. Er bewegt sich so gut wie gar nicht. Zum Glück, denn bei jeder Bewegung furzt er. Was er sagt, versteht man nicht, weil ihm Bart und Schnurrbart mit festgewordener Kohlsuppe zusammengeklebt sind. Aber er bestimmt über alle und alles. Jeder muss nach seiner Pfeife tanzen. Man kann jedoch schwerlich behaupten, die Politik des Berghauptmanns Hoog sei schlecht. Gerade dank seinen entschiedenen Maßnahmen haben sich die Zwerge von den Elfen getrennt und kämpfen nicht mehr zusammen mit den Skoyatel. Und darum haben die Pogrome aufgehört.
Darum ist es nicht zu einer Strafexpedition nach Mahakam gekommen. Verlässlichkeit in den Kontakten zu den Menschen bringt Früchte. Ein Scheiß bringen sie. Ja. In der Sache mit den Eichhörnchen ging es dem alten Sausel nicht um irgendeine Verlässlichkeit, sondern darum, dass zu viele junge Leute die Arbeit in den Bergwerken und Schmieden sausen ließen, sich den Elfen anschlossen, um bei den Kommandos endlich mal als freie Männer Abenteuer zu erleben. Als sich die Erscheinung zu einem Problem auswuchs, hat Bruver Hook die Hosenscheißer hart an die Kandare genommen. Die von den Eichhörnchen ermordeten Menschen gingen ihm am Arsch vorbei. Und er pfiff auf die Repressalien, die die Zwerge deswegen zu erleiden hatten. Auch auf eure berühmten Pogrome. Die letzteren kümmerten und kümmern ihn einen Dreck. Denn die Zwerge, die sich in den Städten angesiedelt haben, hält er für Abtrünnige. Was aber nun die Gefahr einer Strafexpedition nach Mahakam angeht, da kann ich nur lachen, meine Lieben. So eine Gefahr gibt es nicht und hat es nie gegeben, weil keiner der Könige es wagen würde, Mahakam auch nur mit dem Finger anzurühren. Ich sage euch noch mehr, sogar die Nilfgaarder, wenn sie die Täler rings um das Massiv beherrschen könnten, würden es nicht wagen, Mahakam anzurühren. Wisst ihr warum? Ich sag's euch. Mahakam heißt Stahl. Und was für welcher? Dort gibt es Kohle. Dort gibt es die Magnetiterze. Unerschöpfliche Vorräte. Überall sonst gibt's nur Rasenerz. Und Technik gibt es in Mahakam. Hüttenwesen und Metallurgie. Große Hochöfen, nicht irgendwelche beschissenen Rennöfen. Hammermühlen und Dampfhämmer. Da, Percival, gib's runter, sonst ödest du uns mit deiner Technik an. Alle wissen von der Technik, aber nicht alle wissen, dass Mahakam Stahl exportiert. In die Königreiche, aber auch nach Nilfgaard. Und wenn uns jemand anrührt, zerstören wir die Werkstätten und schütten die Gruben zu. Und dann könnt ihr Menschen euch schlagen, aber mit Holzknüppeln, Steinen und Eselskinnladen. Wenn du doch so wütend auf Bruver Hook und die Zustände in Mahakam bist, wieso sagst du dann auf einmal wir? Ja, freilich. Es gibt so etwas wie Solidarität, oder? Ich gestehe, dass ich auch ein wenig stolz bin, dass wir klüger sind als die hochnäsigen Elfen. Das werdet ihr doch nicht bestreiten. Die Elfen haben ein paar hundert Jahre lang so getan, als gäbe es euch Menschen gar nicht. Haben in den Himmel geguckt, an Blümchen gerochen und beim Anblick eines Menschen die Augen verdreht und weggeschaut. Als ich aber zeigte, dass das nichts bringt, sind sie plötzlich aufgeschreckt und haben nach den Waffen gelangt. Haben beschlossen zu töten und sich töten zu lassen. Und wir, die Zwerge, wir haben uns angepasst. Nein, wir haben uns nicht von euch unterwerfen lassen, bildet euch das nur nicht ein. Wir haben euch unterworfen, ökonomisch. Ehrlich gesagt, konntet ihr euch leichter anpassen als die Elfen. Die Elfen werden vom Land, vom Territorium zusammengehalten. Ihr vom Clan. Wo der Clan ist, da ist das Vaterland. Sogar wenn ein besonders kurzsichtiger König Mahakam angreifen würde, lasst ihr die Gruben absaufen und wandert ohne Bedauern woanders hin. In andere abgelegene Berge. Oder eben auch in die Menschenstädte. Klar doch! In euren Städten kann man ganz gut leben. Sogar in einem Ghetto? Was ist denn so schlecht an einem Ghetto? Ich wohne lieber unter meinesgleichen. Was soll mir Integration? Wenn sie uns nur zu den Zünften zulassen würden. Das werden sie letzten Endes tun. Und wenn nicht, dann werden wir pfuschen oder eigene Zünfe gründen.
soll der gesunde Wettbewerb entscheiden. Trotzdem ist es in Markham sicherer als in den Städten. Die Städte können jeden Augenblick in Flammen aufgehen. Es wäre klüger, den Krieg in den Bergen abzuwarten. Wer will, kann da hingehen. Mir ist die Freiheit lieber. Und die findet man in Markham nicht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Herrschaft des Alten aussieht. Neuerdings hat er begonnen, sich um die Regelung von, wie er sagt, gesellschaftlichen Fragen zu kümmern. Zum Beispiel, ob man Hosenträger tragen darf oder nicht. Ob man einen Karpfen gleich essen darf oder warten muss, bis die Galerte erstarrt. Ob Ocarina-Spiel mit unserer vielhundertjährigen Zwergentradition vereinbar ist oder ein verderblicher Einfluss der faulenden und dekadenten Menschenkultur. Nach wie viel Jahren Arbeit man einen Antrag auf Zuteilung einer ständigen Ehefrau stellen darf. In welcher Entfernung vom Bergwerk Pfeifen erlaubt ist. Und dergleichen Fragen von vitaler Bedeutung. Nein, Jungs, ich werde nicht zum Karwumbergs zurückkehren. Ich habe keine Lust, mein Leben vor Ort im Bergwerk zu verbringen. 40 Jahre unter Tage, wenn ein vorher nicht das Methan erledigt. Aber wir haben schon andere Pläne. Was, Percival? Wir haben unsere Zukunft schon gesichert. Zukunft. Zukunft. Wir sollten uns nicht so früh freuen, Sultan. Denn noch können sie uns erwischen. Und dann ist unsere Zukunft der Strang oder Drakenborg. Halt den Mund, du verplapperst dich. Das Skopolamin. Der Gnom faselte. Milva war trübsinnig. Sultan hatte vergessen, dass er das schon einmal getan hatte, und erzählte allen von Hook, dem alten Knacker, dem Berghauptmann von Mahakam. Geralt, der nicht mehr wusste, dass er es schon einmal gehört hatte, hörte zu. Regis hörte ebenfalls zu und fügte sogar Bemerkungen ein, ohne sich daran zu stören, dass er der einzige Nüchterne in der schon ziemlich betrunkenen Gesellschaft war. Rittersporn klimperte auf der Laute und sang. Jeder weiß, die schönsten Damen sind besonders stolz, denn am schwersten steigt sie's immer auf das harte Holz. Idiot! Bei der Jungfer wie beim Baume muss man drum verstehen, was zu viel ist wegzunehmen und dann wird's schon ein Pokal, ein Kelch sozusagen, aus einem einzigen Stück Melchopal geschnitten. Oh, so groß! Ich habe ihn auf dem Gipfel des Berges Montsalvat gefunden. Der Rand war mit Japsis besetzt und der Fuß war von Gold. Ein wahres Wunder.
Gebt ihm keinen Schnaps mehr. Warte, warte. Was ist mit diesem legendären Kelch passiert? Ich habe ihn gegen ein Maultier getauscht. Ich brauchte ein Maultier, um die Ladung zu transportieren. Korunde und kristallinen Kohlenstoff. Ich hatte davon, einen ganzen Haufen. Die Ladung, also, die war schwer. Ohne Maultier nichts zu machen. Was sollte ich mit diesem Pokal? Korunde? Kohlenstoff? Na, was ihr Rubine und Diamanten nennt. Sehr, gut zu gebrauchen. Das kann ich mir denken. Für Bohrer und für Feilen, für Lager. Ich hatte davon einen ganzen Haufen. Hörst du, Geralt? Er ist klein, da hat er sich schnell besoffen. Träumt von einem Haufen Diamanten. Pass auf, Percival, dass dieser Traum nicht wahr wird. Zur Hälfte, die nicht die Diamanten betrifft. Träume. Und du, Geralt, hast du wieder von Ciri geträumt? Du musst nämlich wissen, Regis, dass Geralt prophetische Träume hat. Ciri ist ein Überraschungskind. Geralt ist mit dir durch die Vorherbestimmung verbunden. Darum sieht er sie im Traum. Du musst auch wissen, dass wir nach Nilfgaard reiten, um Ciri dem Kaiser Emhyr wegzunehmen, der sie geraubt hat. Aber damit hat er nicht gerechnet, der Hundesohn. Denn wir werden sie ihm wegnehmen, ehe er mit der Wimper zucken kann. Ich würde euch mehr erzählen, Jungs, aber es ist ein Geheimnis. Ein schreckliches, tiefes und finsteres Geheimnis. Niemand darf davon erfahren. Versteht ihr? Niemand! Ich habe nichts gehört. Hab wohl ein Pfropfen im Ohr. Solche Pfropfen sind eine wahre Plage. Nach Nilfgaard sind wir unterwegs. Es ist, wie gesagt, ein Geheimnis. Ein geheimes Ziel. Und tatsächlich sinnreich verborgen. Wenn man die Richtung eures Marsches analysiert, käme nicht einmal das misstrauischste Individuum auf das Ziel eurer Reise. Milva? Was hast du? Lass mich in Frieden, betrunkener Dummkopf! Hey, sie weint! Hey, seht doch! Geh zum Teufel, sag ich! Sonst gebe ich dir eins zwischen die Lichter, du beschissener Reimschmied! Gib das Glas her, Sultan! Das ist irgendwo abgeblieben. Hier, bitte. Ah, da ist es. Danke, Barbier. Und wo zum Kuckuck ist Schuttenbach? Rausgegangen. Vor einer Weile. Rittersporn, vergiss nicht. Du wolltest mir die Geschichte von dem Überraschungskind erzählen. Gleich, Regis. Ich nehme nur rasch einen Schluck und erzähl dir alles. Von Ciri vom Hexer. Mit allen Einzelheiten. Nieder mit den Hurensöhnen. Nicht so laut, Zwerg. Du weckst die Kinder vor der Hütte. Sei nicht böse, Bogenschützin. Da, betrink dich. Oh. Oh.
wenn mich jetzt die Gräfin de Lettenhove so sehr... Wer? Egal. Verdammt. Dieses Zeug löst einem tatsächlich die Zunge. Geralt? Soll ich dir noch einschenken? Geralt? Geralt? Lass ihn in Ruhe. Soll er träumen. Aus der Scheune am Rande des Dorfes schallte Musik. Die Musik erreichte sie, noch ehe sie herangeritten waren. Erregte sie. Unwillkürlich begannen sie, sich in den Sätteln der im Schritt gehenden Pferde zu wiegen. Die Nacht war kalt. Der volle Mond gleiste. In seinem Schein sah die Scheune, vom durch die Bretterritzen dringenden Licht erhellt, wie ein verwunschenes Märchenschloss aus. Am Tor der Scheune herrschten Stimmengewirr und Helligkeit, unstet von den Schatten der tanzenden Paare. Als sie eintraten, verstummte die Musik sofort. Die vom Tanz in Schweiß geratenen Dörfler traten beiseite, verließen den Stampflehmboden, drängten sich an Wänden und Pfosten. Ciri, die neben Missle ging, sah die angstgeweiteten Augen der Mädchen, bemerkte die harten, verbissenen, auf alles gefassten Blicke der Männer und Burschen. Sie hörte das anschwellende Flüstern. Das sind die Ratten. Scheiße, was wollen denn die hier? Die Ratten. Super, die Ratten. Sind die Ratten. Was jetzt? Die haben uns gerade noch gefehlt. Keine Angst. Wir sind gekommen, um uns zu vergnügen. Das Fest ist für alle, nicht wahr? Giselher warf den verstummten Musikanten einen prallen und klingenden Beutel zu. Kaylei schüttelte einen Geldbeutel. Wo bleibt das Bier? Wo bleibt eure Gastfreundschaft? Und warum ist es so still? Wir sind zum Vergnügen aus den Bergen gekommen, nicht zur Beerdigung. Einer von den Dörflern durchbrach endlich das Zögern. Näherte sich Giselher mit einem von Schaum triefenden Tonkrug. Giselher nahm ihn mit einer Verbeugung entgegen, trank aus. Ja, ich danke vielmals. Hey, Gevattern, ich hab Lust zu tanzen, aber ich sehe, dass man euch erstmal in Fahrt bringen muss. An der Wand der Scheune stand ein schwerer Tisch, vollgestellt mit Tongefäßen. Die Elfe klatschte in die Hände, sprang geschickt auf die Tischplatte von Eichenholz. Die Bauern nahmen eilig die Gefäße weg. Die restlichen, bei denen sie es nicht schafften, entfernte Flamme mit einem ausholenden Fußtritt. Sie stemmte die Hände in die Hüften, warf den Haarschopf zurück. Ja. Also, meine Herren Musiker, zeigt, was ihr könnt. Musik! Schnell schlug sie mit den Absätzen den Takt. Die Elfe, bunt und leicht wie ein Schmetterling, ging mühelos auf die Melodie ein, begann zu tanzen. Die Dörfler fingen an, in die Hände zu klatschen. Flamme kniff die von kräftiger Schminke verlängerten Augen zusammen. Volker! Mit dem Schwert bist du schnell! Und beim Tanz? Hältst du mit mir Schritt? Ciri wand sich aus Missles Arm,
löste das Tuch vom Hals, legte das Barett und die kurze Jacke ab. Mit einem einzigen Sprung war sie auf dem Tisch neben der Elfe. Spielt, Musikanten! Was das Zeug hält! Und lebhaft! Die Hände in die Seiten gestemmt und den Kopf zurückgeworfen, begann die Elfe schnell mit den Füßen zu stampfen, zu tanzen. Ciri, vom Rhythmus mitgerissen, wiederholte die Schritte. Die Elfe lächelte, sprang hoch, änderte den Rhythmus. Ciri warf mit einer heftigen Kopfbewegung die Haare aus der Stirn zurück, wiederholte fehlerfrei. Beide begannen im Gleichklang zu tanzen, jede das Spiegelbild der anderen. Sie tanzten beide, kerzengerade, die Hände in die Hüften gestemmt, dass sie sich mit den Ellenbogen berührten. Die Eisen an den Absätzen schlugen den Rhythmus. Der Tisch zitterte und bebte. Im Schein der Talglichter und Fackeln wirbelte der Staub. Schneller! Lebhafter! Das war keine Musik mehr. Das war Irrsinn. Tanze, Volker! Vergiss dich! Absatz, Stiefelspitze, Absatz, Stiefelspitze, Absatz, Ausfallschritt und Sprung. Eine Bewegung mit den Schultern, die Fäuste in den Hüften. Absatz, Absatz. Der Tisch zittert. Das Licht wogt. Die Menge wogt. Alles wogt. Der ganze Schuppen tanzt, tanzt, tanzt. Die Menge schreit. Giselher schreit. Asse schreit. Missle lacht. Klatscht. Alle klatschen und stampfen. Der Schuppen zittert. Die Erde zittert. Die Welt zittert in den Angeln. Die Welt? Welche Welt? Es gibt keine Welt mehr. Nichts gibt es. Nur den Tanz. Den Tanz. Absatz, Stiefelspitze, Absatz. Flammes Ellenbogen. Fieber, Fieber. Den Takt schlagen sie. Flamme und Ciri. Ihre Absätze, dass es dröhnt und die ganze Scheune wackelt. Rhythmus. Rhythmus ist in ihnen. Musik ist in ihnen. Sie sind Musik. Flammes dunkle Haare tanzen über der Stirn und auf den Schultern. Das Blut hämmert in den Schläfen. Sich vergessen. Sich verlieren. Sich vergessen. Sich verlieren, dachte Ciri verzweifelt. Ich bin Volker. Ich bin schon immer Volker gewesen. Tanze, Flamme! Klatscht, Freunde! Ich bin Volker. Volker.
Flamme und Ciri bringen das Ende des Tanzes mit einem gleichzeitigen Wirbel der Absätze auf den Punkt. Und ihre Ellenbogen verlieren dabei nicht den Kontakt. Beide atmen heftig, erhitzt, nass. Plötzlich schmiegen sie sich aneinander, umarmen sich, lassen einander am Schweiß, an der Hitze, am Glück teilhaben. Falka, du Teufelin! Wenn wir die Räuberei einmal satt haben, ziehen wir in die Welt und verdienen unser Brot als Tänzerinnen. Auch Ciri atmet schwer. Sie ist außerstande, ein Wort zu sagen. Sie lächelt nur krampfhaft. Über ihre Wange rinnt eine Träne. Plötzlich Geschrei in der Menge. Durcheinander. Kaylei stößt heftig einen stämmigen Dörfler zurück. Der Dörfler stößt Kaylei. Es blitzen erhobene Fäuste. Reef springt herzu. Im Licht der Fackeln blitzt ein Stilett auf. Nein! Aufhören! Keine Schlägerei! Das ist die Nacht des Tanzes! Die Elfe nimmt Ciri bei der Hand. Beide springen auf den Fußboden. Musiker spielt! Wer zeigen will, wie er springen kann, her zu uns! Na, wer traut sich? Die Dörfler knuffen sich gegenseitig, überwinden das Zögern. Einer, breitschultrig und hellhaarig, greift sich Flamme. Ein anderer, jünger und schmaler, verbeugt sich unsicher vor Ciri. Ciri wirft stolz den Kopf zurück. Doch gleich darauf lächelt sie einladend. Der Bursche umfasst sie an der Taille. Ciri legt ihm die Hände auf die Schultern. Die Berührung durchfährt sie wie eine feurige Pfeilspitze, erfüllt sie mit pulsierendem Verlangen. Lebhafter Musikanten! Die Scheune zittert vor Geschrei, vibriert mit Rhythmus und Melodie. Ciri tanzt.